Ja, natürlich sehr tiefgreifende Auswirkungen. Die Corona-Pandemie hatte ja zur Folge, dass auch unser Institutsbetrieb, unser klinischer Untersuchungsbetrieb komplett zunächst einmal schließen musste. Verständlicherweise, wir hatten ja überhaupt keine Vorstellung, welche Ausmaße, welche Dimensionen die Pandemie annehmen würde. Das heißt, wir haben auch alle klinisch orientierten wissenschaftlichen Untersuchungen an Patienten, an Athleten zunächst einmal komplett stoppen müssen. So gefährlich und einschneidend das Coronavirus letzten Endes ist, aus wissenschaftlicher und medizinischer Perspektive ist es natürlich eine sehr herausfordernde, aber auch sehr spannende und interessante neue Erkrankung. Diese Erkrankung hat so vielfältige Manifestationsformen von vielen leichten bis unerkannten Erkrankungsverläufen bis hin eben zu vollkommen unabsehbar dramatisch verlaufenden Situationen, auch bei jungen Menschen scheinbar völlig gesund, also längst nicht nur bei älteren Menschen, sodass wir vor einer sehr großen Herausforderung stehen, die alle unsere medizinischen, aber auch wissenschaftlichen Anstrengungen wirklich fordert. Aber natürlich ist es eine ganz spannende, interessante Zeit, wenn man das mal so wertfrei sagen darf. Hier geht es darum, Covid-19 im Leistungssport zu untersuchen. Gerade Leistungssportlerinnen und Leistungssportler bieten uns ja wie durch ein Brennglas eine einmalige Perspektive in klinische Beeinträchtigungen, die sonst im Normalbereich gar nicht erkennbar sind, aber eben im Hochleistungsbereich sich frühzeitig demaskieren. Im Einzelnen wollen wir zum einen untersuchen, wie hoch ist der Verbreitungsgrad von Covid-19 oder eben von SARS-CoV-2, diesem neuen Virus bei den Athleten. Zweitens wollen wir sehen, gibt es Begleiterkrankungen oder Langzeitschäden dieser heimtückischen Erkrankung. Das wollen wir durch subtile Serienuntersuchungen erkennen, bildgebende Verfahren, aber auch Leistungsdiagnostiken, Spiroergometrien bis eben in den hohen Ausbelastungsbereich. Und drittens wollen wir erkennen, welche Auswirkungen hat denn das Ganze eben auf die körperliche Leistungsfähigkeit in der Perspektive von etwa 12 Monaten. Das sind alles drängende Fragen, auf die wir bisher keine Antworten haben, die wir mit unserer Studie, die wir beim Bundesinnenministerium zur Förderung eingereicht haben, eben beantworten wollen.